Und heute basteln wir wieder das Kartenbuffet to go Dezember. Herzlich willkommen in mein Zimmer. Mein Name ist Eva van der Ploeg und ich bin unabhängige Demonstratorin in Feldkirch. Ich freue mich so, heute wieder live zu sein mit euch, obwohl ich mir wirklich zusammenraffen musste. Aber die Karten, die machen so viel Spaß. Ich freue mich so. Ich freue mich so, mit euch das basteln zu können. Für diejenigen, die nachschauen in YouTube, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr nachschaut. Oder auch diejenigen, die nachschauen in Facebook, lasst auch unbedingt einen Kommentar da. Ich freue mich immer zu sehen, wer zugeschaut hat und wer mitbastelt. Hallo Janine, ich kriege Kommentare. Hallo Sarah, voll, voll schön, dass ihr schon gefunden habt, wo ich heute wieder bin. Ich habe ja gedacht, ich mache jetzt mal eine Veranstaltung. Und dann kann man auch drauf klicken und dann kriegt man kleine Meldungen, wenn ich denn live bin. Ich habe die für nächste Woche auch schon gemacht. Also ich hoffe, das klappt jetzt. Johanna schaut auch zu. Hallo zusammen, schreibt sie. Hallo Manuela, mein voll, voll schön. Seid ihr heute im Kopiermodus? Ich habe einmal Hallihallo von Janine und einmal Hallihallo von Sarah. Und dann einmal Hallo zusammen von Johanna und dann noch einmal Hallo zusammen von Manuela. Das sind richtig Gleichgesinnten, merkt ihr das? Ihr schreibt sogar gleich. Boah, wie geht's euch denn heute? Hallo zusammen, Nina. Voll schön, voll schön, dass wir heute wieder basteln können. Ich täte euch gern zeigen, mit welchem Papier wir heute werkeln, aber ich habe echt fast alles aufgebraucht. Also ich kann es euch zeigen. Ich habe hier eine leere Verpackung Penguins, zwei leere Verpackungen Penguins, drei leere Verpackungen Penguins, vier leere Verpackungen Penguins. Also das ist in die Päckchen drinnen, die ihr bekommen habt von mir. Ich war total überrumpelt wieder, wie viele sich wieder angemeldet haben. Ich habe das eigentlich umgekehrt erwartet irgendwie. Ich habe gedacht, ich kriege im November bei den klassischen Weihnachten-Workshop eher viele Anmeldungen und dann bei dem verspielten Workshop, was ich da jetzt anbiete, jetzt nicht so viel, habe ich irgendwie gedacht. Das wird sich so ein bisschen aufteilen, aber da die meisten von euch mein Wissen nach gerne lieber klassische Karten basteln. Da war ich echt ein bisschen überrumpelt und total erfreut natürlich, dass so viele da so begeistert waren und gesagt haben, ja, da mache ich mit. Voll cool, vielen Dank. Ich habe dann auch alles letzte Woche zur Post gebracht, weil ich zurzeit einfach, oh, ich bin sehr in mich gezogen und mag auch nicht viele Leute sehen und dann habe ich gedacht, wenn ich euch jetzt alle an der Tür habe, also Verzeihung dafür, wenn ich da jetzt einfach so spontan gesagt habe, ich schicke es per Post, dann ist es erledigt. Weil ich habe einfach viel im Kopf. Nicht wirklich um die Ohren, aber im Kopf. Und dann ist es gut, sich einfach die Ruhe zu nehmen, habe ich mittlerweile gemerkt. Gut, danke, ein bisschen müde, schreibt Sarah. Ja, Sarah, das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Es ist auch um 8 ein bisschen so an Zeit. Hat man da noch Bock, um was zu machen oder nicht? Aber da viele von euch doch auch noch Haushalt und Kinder und Arbeit haben, was meistens noch lang geht, glaube ich, passt 8. Soweit gut. Ich habe selber auch noch einen Kaffee getrunken. Das kann man, glaube ich, merken. Es war total praktisch mit der Post. Ja, Janine, sicher. Es war wirklich ein Vorteil. Ich habe das auch einmal zur Post bringen können. Ihr habt es einfach bekommen, ohne da zu schauen zu müssen, geht das jetzt, Terminen, bist du zu Hause und, und. Ich habe gedacht, wir machen es einfach locker. Dezember haben wir alle genug zum Tun, da machen wir einfach locker. Da darfst du die Post schaffen. Oh, das geht mir gerade genauso. Ja, eben, viel im Kopf. Viel im Kopf. Nicht mal so viel zum Tun, wie ich heute auch geschrieben habe, aber es ist einfach viel im Kopf und das, denke ich, darf dann auch einfach mal in alle Ruhe ein bisschen schaffen, oder? Boah, ich freue mich eben, dass sich so viele angemeldet haben für das Pinguinpapier, was es ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Das war ja von unserer letzten Celebration. Und der nächste Celebration steht schon wieder in den Startlöchern.
muss ich da mal schnell den tollen Katalog zeigen. Also echt wieder cool. Was ich so cool fand an der letzten Celebration, ist, dass es ja eine richtige Weihnachts-Celebration war. Aber doch die typische Frühlings-Celebration, das macht es schon auch noch. Also da freue ich mich schon wahnsinnig. Ich habe ja auch einen Stapel liegen von Sachen, was ich schon vorbestellt habe. Aber ich habe gedacht, nein, lass jetzt erst Weihnachten mal kommen, weil sonst weiß ich, kriege ich meine Weihnachtspost und so wieder nicht her. Solange die Post pünktlich ist, geht's ja gut. Genau das ist es. Genau das ist es. Im Moment weiß man es nicht so genau. Aber ich habe sie, glaube ich, früh genug geschickt, Johanna, dass sie alle rechtzeitig da waren. Ich habe ja dann auch noch gesehen, dass ziemlich plötzlich, also gefühlsmäßig plötzlich, ich weiß nicht genau, wann wir es gehört haben, aber die Schule, die Volksschule hat dann auch noch gesagt, ja, Maria Empfängnis am Mittwoch, Nikolaus am Montag, machen wir einfach Montag bis Mittwoch schulfrei. Oh, habe ich die Woche davor gedacht, dann muss ich diese Woche das Kartenbuffet noch fertig kriegen, sonst habe ich nächste Woche einen Stress, weil ich will einfach da sein für die Jungs, wenn sie schon zu Hause sind. Also ja. Hallo Angela, ich probiere eventuell ein bisschen mitzubasteln. Ja, ich hoffe, dass das geht. Ich hoffe, es geht. Ich drehe dann mal jetzt den Kamera um. Ich habe meinen Pixo schon parat, weil ich muss ja immer noch der Kamera umdrehen. Ich hätte das ganze Gerät da für den iPad und für mein Telefon, aber da letztes Mal der Empfang so ruckelig war, gehe ich mal lieber auf die sichere Seite und verwende einfach meine alte treue Webcam. Also, kurz wegschauen, wenn ihr schnell schwindlig sind. Jetzt fliegt ihr denn da über mein ganzen Büro. Dann werde ich euch da mal so hier festmachen. Und ich muss euch dann noch ein bisschen drehen, ich weiß. Aber sie ist tatsächlich noch in Handy-Modus. Jetzt kommt jetzt erstmal der Ticksaw. Es ist ja alles so professionell, ihr seht da. Es ist mega professionell bei dir, Eve. Wahnsinn. Oh, man muss einfach machen. Man macht es einfach mit das, was man hat, oder? Besser als nichts machen. Ich glaube, das könnt ihr alles verstehen. So, jetzt tun wir da den Arm nochmal ein bisschen drehen. Drehen. Und zwar muss der so drehen. Und so drehen, Gott, ich werde ja echt nicht besser hier. Ich werde echt nicht besser mit dieser. So, der Kamera. Du, nein, Tixo, bleib da. Bleib da. Tixo, du. Gute, alte, treue Tixo. Jetzt sind wir ziemlich hoch. Ich habe ja tatsächlich alle Restchen hingelegt, was ich jetzt noch übrig habe. Nur damit ihr mal sehen, was da aus den 4 Packungen Papier übrig geblieben ist. Echt, ich habe da ganz fleißig alles für euch verschickt, verschnippelt, eingepackt per Post. So, jetzt hält's denn hoffentlich. Ich glaube, ich brauche bessere Tixo. Ich vertraue das hier nicht. Es fühlt sich heute ein bisschen wackelig an. Vielleicht, weil ich mich ein bisschen wackelig fühle, ich weiß es nicht. So, jetzt nochmal ganz rundherum. Jetzt soll es heben. Jetzt nochmal in die Lampe runter. Mensch, ihr müsst auch ein Geduld haben mit mir, wirklich. So, Kabel noch weg. Das sind meine Restchen. Natürlich habe ich auch noch Tieren-Schnippi-Restchen da übrig, was ich da alles ausgeschnitten habe. Wer weiß, von wo diese kleinen durchsichtigen Schälchen sind. Sie sind rund am Boden und haben auch noch eine größere Schwester. Das sind meine übrig gebliebenen Tierchen. Aber wie ihr heute sehen könnt bei der ersten Karte, habe ich da die erste Karte, die wir heute basteln, ist ja tatsächlich die letzte Karte gewesen, die ich für euch bedacht habe heute. Da habe ich noch Korrektierchen reingepackt. Also ihr habt hoffentlich genug Tierchen noch da. So, die Reste mal auf die Seite. Und dann Ferrero Rocher, yes!
Genau. Also ich finde die Schälchen finde ich super zum so Stapeln. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen. Schau, das ist wirklich sehr kompakt. Und da habe ich jetzt meine ganzen Tierchen da rein, ohne dass die groß durcheinander gemischt werden. Das ist voll cool. Also, Tipp am Rande, Schleichwerbung auch mit dabei. Hallo, hallo Martina, spät aber doch. Ja, super, das ist ja super. Ich habe da, glaube ich, ein paar Kommentare verpasst. Ich finde es bei dir immer super sympathisch. Mal, danke. Danke, Janine. Janine findet es immer super sympathisch. Ja, ich bin einfach ich. Ich tue mir da nicht verstellen. Manchmal habe ich ein Chaos und manchmal nicht. So bin ich. Diese Karte machen wir heute. Und natürlich müsst ihr nicht so viele Tierchen verwenden, wenn ihr da keine Lust drauf habt. Oder wenn ihr sagt, bah, das ist mir jetzt wirklich zu viel. Ich habe ja noch so viele übrig gehabt und dann habe ich gedacht, jetzt machen wir da mal einen gehörigen Tierenbomber draus. Oh, schade, jetzt müssen wir alle ganz viel Süßes vernaschen. Schade, gell, Janine? Schade. Ich habe hier den Spruch verwendet: Winter, wenn es draußen kalt ist, aber Gedanken an dich mich warm halten. Und die kommt aus, der Stempel sind feierlich definiert. Habe ich unbedingt haben müssen, ist das erste Mal, dass ich den Stempel verwende. So geht es mir heuer ganz viel. Verena schreibt, gerade geschafft, Kind ist im Bett. Juhu, Verena, das freut mich. Wir haben noch nicht wirklich angefangen, ich bin nur noch am Quatschen gewesen. Also, hock dir ruhig hin, richte noch her, heute noch was zum Trinken. Wir packen gleich unseren Kuvert aus. Ich sag nur noch, was ich da verwendet habe für diese Karte. Imposante Karte, ja, das glaube ich auch. Da ist so viel los. Da ist so viel los. Bisschen zu viel vielleicht, aber ich habe da das Abendblau Stempeltinte verwendet für den Stempel und diesen Formchen. Ihr habt hier ja entweder den blauen oder den grünen Grundform bekommen und dann diesen weißen Etikett noch oben drauf, wo ihr ja was draufstempeln könnt. Und die habe ich da aus diesen Stanzformen, die tierische Freunde. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Tierenstanzformen noch nie verwendet, weil ich ja so gerne ausschneide. Aber ich finde, die Grundformen, die dabei sind, die Etikette, die habe ich schon mega viel verwendet. Weil ich liebe einfach da so ein Hingucker, irgendetwas Besonderes in eine tolle Form. Und das kann man immer brauchen. Siehst du, da habe ich auch noch so eine liegen. Habe ich zwar heute nicht verwendet für diese Karte, aber die sind immer am Büro. Die brauche ich irgendwie immer. Und diese Karte ist auch noch interessant, weil man kann sie ja aufmachen. Dann klappt das Ganze ja so aus. Es sieht hinten nicht so schön aus. Da habe ich noch gedacht, da hätte ich mir noch was einfallen lassen können. Aber wie gesagt, da war denn die Eile schon ein bisschen da. Wenn ihr die Stanzformen zu Hause habt, könntet ihr noch da so ein ausstanzen und noch draufkleben. Das hätte ich noch machen können. Kritik an mich selbst. Das klappt man denn so aus und da haben wir dann auch noch mal ein bisschen Farbe drinnen. Also wenn man sie ganz zumacht, hat man natürlich überall Farbe. Wenn man aufmacht, hat man da noch genug Platz zum Schreiben. Oder auch noch ein paar Tierchen hinzukleben. Da könnt ihr natürlich auch noch Tieren verstecken. Ja, die Hinterseite und hier haben wir auch noch Platz. Also da haben wir für unsere Tierchen genug Platz. Ihr müsst es nicht haargenau nachmachen. Ich, das ist eure Karte, es ist nur eine Idee. Und ich hoffe, dass ich euch auch wirklich Ideen mitgeben kann mit diesem Kartenbuffet. Das ist immer das Ziel dahinter, ist einfach ganz viele Ideen mit reinpacken. Weil das ist wieder eine Karte. Wir machen sie heute mit Tierle und ziemlich bunt. Aber man kann diese Grundkarte natürlich auch basteln für jeden anderen Anlass. Sei es Geburtstag oder eher sehr schlicht als Trauerkarte oder Hochzeitskarte, was auch immer. Was auch immer. Wir haben hier ziemlich viel im Kuvert drinnen.
Wir fangen einfach grad boom an mit, ich glaube, na, die schwierigste Karte ist es nicht. Nein, das kann ich jetzt nicht behaupten. Es ist nicht die schwierigste Karte, aber es ist hier ganz viel los. Wir haben hier mal zweimal Designerpapier in drei verschiedenen Größen und ich habe euch wirklich eine Auswahl einfach an Designerpapier mitgegeben. Die hintere Seite ist natürlich kunterbunt mit ganz vielen Tierchen, kann man natürlich aber auch verwenden. Wenn ihr jetzt sagt, es geht wirklich an einen sehr jung gebliebenen Erwachsenen oder an ein Kind oder an einem tierchenbegeisterter Mensch, dann leg los. Schau, wie es für euch passt. Ich hole da schon mal mein Tombow raus. Stelle mal auf den Kopf. Ich habe da kleine Rotznase schon weggetan. Und ich schaue jetzt mal, wo denn alles hinkommt. Seht ihr, ich habe jetzt ein Hintergrundetikett mit Blau und die Beispielskarte ist grün. Also das muss man natürlich auch noch mitnehmen im Design. Der da ist grün, der da ist blau. Also schauen wir mal, dann möchte ich vielleicht nicht unbedingt blau auf blau haben da. Also kommt dieser an der Innenseite und diese außenrum. Die kleinste kommen also ganz links drauf, auf die kleinste Lasche. Die mittlere Größe vom Designerpapier kommt hier rechts auf der Lasche. Jetzt muss ich hier gerade schauen, ja genau. Tue ich grün hier hin und den innen mache ich die Punkten und dann tue ich hier in der Mitte die pinke Sternchen, dass wenn man es zumacht, dass man wirklich drei verschiedene Designerpapieren hat oder eigentlich vier, weil diese kommt ja auch noch oben drauf. Das ist so richtig toll farblich passend. Und die Streifen können wir denn noch da auf die Innenseiten kleben. Gut. Wenn ihr das denn so geputzelt habt, wie ihr es gerne machen möchtet, können wir natürlich auch schon loslegen mit der Kleber. Also, Tombo hat jetzt ein paar Tage Pause gehabt. Der braucht ein bisschen. Der braucht ein bisschen. Seine Rotznase doch wohl Schlimmeres gedacht. Jetzt kriegt man gleich einen Vulkan. Schau her. Ausbruch. Jetzt bist du das erste. Ich hätte sie natürlich auch einfach zumachen können, aber böse Gewohnheit. Ich lasse sie immer alle offen. Und dann muss man da drucken. Wie verrückt. Warte mal, habe ich mein Pixie da? Nein, es geht. Irgendwie geht's. Meine Jungs heute. Ach, Mama, hast du schon wieder Kartenbuffet? Wann ist mal fertig mit Kartenbuffet? Ich sag das, mein Kind, kann ich nicht beantworten. Wann ist mal fertig mit Kartenbuffet? Na, ich glaube. Das ist erst fertig, wenn ihr aufhört bestellen. Ich glaube, da machen wir einfach weiter, solange uns das Spaß macht. So, jetzt da. Bisschen mühsam, wenn mein Tombo streikt. Du verwendest mir ein paar Tage nicht, dann mache ich da jetzt schlapp. Jetzt nehme ich da mal mein Pixie. Ein kleiner Pixer. Da sind aber Haare drauf, das ist nicht gut. Da pick's ich jetzt mal. Ha! Da rein. Und dann die kleine an der Innenseite. Ich bin gespannt, ob alle, die schauen wollten, mich jetzt finden können. Weil ich doch diese Veranstaltung gemacht habe. Habt ihr mich gut finden können? Das
hätte ich gerne noch wissen. Wir legen da mal los mit Kleben. Was habe ich denn heute gegoogelt, dass wir ab Freitag den Christbaum kaufen können? Hier bei der Agrar. Habt ihr schon einen Christbaum oder wartet ihr noch? In dem Fall wird es das Kartenbuffet to go noch sehr, sehr lange geben. Ja, das hoffe ich, Janine. Das hoffe ich ja voll. Das wäre doch schön. Ja, leicht gefunden, sagt Verena. Super, danke. Nina schreibt, ja, hat gut geklappt. Super, das freut mich. So hat man dich perfekt gefunden und wenn man der Veranstaltung zugesagt hat, dann hat man auch eine Benachrichtigung bekommen. Ja, sicher. Ich habe mir doch gedacht, das ist sicher, sicher gut. Ich muss nur daran denken, es tatsächlich zu machen. Darum habe ich auch heute gleich die für nächste Woche schon gemacht, dass man da jetzt eine ganze Woche Zeit hat, darauf zu klicken, wenn man mitschauen möchte. Das ist, glaube ich, schon praktisch. Ich bin da halt nicht so gescheit, was solche technische Sachen angeht. Wirklich nicht. Bin ich noch ein bisschen, wie sagt man da, eine Niete. Ja, wirklich. Ich habe dann auch heute gesehen, ich habe 10 Tage nichts gepostet auf Instagram. Dann habe ich auch gedacht, na bravo, Eve, bravo. Also der Algorithmus und so von Instagram wird auch denken, hey, hallo, so nicht. Ja, man macht, was man kann. So ist es halt. Vor allem im Dezember. Mach doch locker. Mach locker. Oh, das schaut schon ganz toll aus. Ja, das finde ich ganz toll. Da habe ich ein bisschen mehr Designerpapier dabei als bei den anderen. Das gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, ich habe alles aufgebraucht für euch. Das war auch echt die letzte Karte. Das war auch ein bisschen eine Restchenkarte, gebe ich zu. Ich gebe zu, es war ein bisschen eine Restchenkarte, weil ich gedacht habe, gut, ich habe jetzt diese Streifen Papier. Was machen wir da noch Tolles draus? Weil es war eben noch ziemlich viel Papier. Da habe ich gedacht, das möchte ich nicht einfach wieder aufbewahren. Da machen wir was draus. Bin ganz neu auf Insta. Wie heißt ihr denn da alle? Oh, das ist toll. Ja, Angela, das ist eine tolle Frage. Genau, da könnt ihr dann alle antworten. Super. Also ich heiße auf Insta und auf Facebook genau gleich. facebook.com/, also so ein schräger Strich, kreat.eve.dula, kreativ. Und das genauso auf instagram.com. Wenn ich dann schon Eve heiße, dann machen wir gleich kreativ draus, oder? Den schon. Jetzt habe ich dann hier ein kleines weißes Bändchen dazu getan. Da müssen wir noch schauen, ob das schon schön rundherum passt. Janine ist die Instagram-Meisterin. Also wer Fragen hat von Instagram, huiuiui. Ich sag da, die Janine, die ist die Profi. Die absolute Profi. Genau. Die kommt denn da drauf? Und dann habe ich doch in der kleine Blattstücktüte hier noch ein Magnet dabei. Schau mal, da ist sie. Das sind ja gleich zwei. Hoppla. Sie zeigen sich natürlich nicht. Sie sind ganz eng befreundet. Blub. Da sind unsere Magnete. Die gibt es übrigens auch bei mir zu kaufen. Zwar nicht von Stampin' Up, aber ich habe immer da welche auf Vorrat. Und sie sind für Karte echt praktisch. Jetzt habe ich sie hier ziemlich spät noch gedacht, ja, ich mache da an. Ich tue das jetzt nicht kleben, damit man schieben kann. Das wird ja schwierig bei so vielen Tieren. Ich tue ein Magnet drauf. Aber man kann den Magnet natürlich auch verstecken. Das möchte ich denn auch machen da mit euch.
Wir werden den Magnet verstecken. Und zwar, wenn die eine hier ist und die andere da, jetzt mache ich die da einfach mal fest. Hier ziemlich am Rand. Genau, genau. Die Sarah ist ja auch auf Instagram und macht da auch recht, recht viel. Sarah hat ja auch noch einen Hofladen, wo sie ganz viele tolle Sachen immer postet. Mir reizt es immer total, Sarah, bei dir vorbeizukommen. Das werde ich tatsächlich mal machen. Die Ausflug muss ich mal machen. Ich schaue bei dir vorbei. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich das Papierchen da schon weggetan. Das war vielleicht nicht so schlau. Das, ja, schlimm habe ich gesagt, genau. Das ist so ein holländisches Wort. Das kann ich nicht verlernen. Schlimm heißt in Holländisch schlau. Also ja, verlern das mal, wenn du sagen willst, oh, das ist schlau. Oder, oh, das ist cool gemacht. Voll schlau. Denn bin ich immer noch sehr geneigt, um schlimm zu sagen. Weil das heißt halt schlau in Holländisch. Ich klebe jetzt mal diesen hier da drauf auf dem Band und habe dann auch gleich den Magnet hier drunter. Jetzt darf denn das Papierchen weg. Schieben wir es noch ein bisschen weiter. Bisschen weiter, dass es richtig so unter dem Bändchen da verschwindet. Unter dem Bändchen tun wir das verstecken. Das natürlich hier nicht so festkleben müssen. Also nicht gleich festkleben, das erste Stück. Ich bin wieder voll dabei, ich hätte zwei Kaffee trinken sollen. Siehst du, ein paar Tage nicht gebastelt und schon verlernt. So schnell geht das. Na, ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht so schnell. Jetzt habe ich denn den einen Magneten hier auf den anderen gepickt. Den einen Magneten auf den anderen gepickt mit der Klebeseite nach außen. Das Kleberpapierchen, der Klebeschutz habe ich gerade weggetan. Und jetzt kann ich sie so zumachen, so zusammen, wie wir das denn noch gerne möchten, dass sie aufeinander kleben. Um da mal fest zu drucken. Genau, die Nina ist auch auf Instagram heute mal kreativ. Genau, voll super. Voll super. Wer ist denn sonst noch dabei? Verena, bist du auch auf Instagram? Die Martina ist auch auf Instagram. Prima. Brigitte und Martina. Genau. Johanna, weiß ich jetzt nicht. Bist du auch auf Instagram, Johanna? Das weiß ich nicht. Ich scroll da mal durch und druck da einfach fest. Ich heb da einfach mal fest. Auch für alle, die den Replay anschauen, bitte notiert euren Instagram-Kanäle. Das ist voll super. Das ist doch toll, wenn wir uns so vernetzen können. So. Jetzt können wir denn auch den kleinen Magneten hier verstecken. Jetzt wäre denn die Zeit, es zuzukleben. Also macht nicht so wie die Eve. Nicht gleich zukleben. Jetzt haben wir das restliche Bändchen hier noch übrig. Und um dann nachher fein aufmachen zu können, machen wir denn hier auf der Seite eine Lasche, damit auch der Empfänger sieht, aha, da steckt was raus. Da kann ich vielleicht ziehen. Ja, aber nicht wirklich aktiv, schreibt Johanna. Genau, Johanna. Ich hab's doch gewusst, du bist auch auf Instagram. Da habe ich dir doch auch schon mal gesehen. Hm.
Und Verena schreibt, ja, ganz neu und sehr überfordert. Oje, oje. Oje, oje. Das verstehe ich aber sehr, sehr gut, Verena. Ich finde auch Instagram voll interessant. Wirklich voll interessant. So viele Features und so viele Sachen, was man machen kann. Aber eben, es ist überfordert. Es ist einfach so viel los. Wahnsinn. Da muss man schon wirklich Expertin sein. Wie eben die Janine, dass man sich da ein bisschen auskennt. So, und jetzt können wir denn unser schönes Etikett ankleben. Jetzt müssten wir aber aufpassen, da natürlich nicht hier unten Kleb zu machen oder hier unten und auch nicht hier aufs Bändchen, sondern wirklich nur in der Mitte. Am besten nehmen wir da einfach ein bisschen Klebeband und klebt es über die oberste Streife, also nur auf den einen Streifen Designerpapier, damit sie nachher nicht aneinander geklebt ist. Jetzt kleben wir das dann mal in der Mitte auf. Und jetzt habe ich da dann noch den ganzen Armee an kleinen Tierchen hier liegen, im Schneemännle. Jetzt werde ich zuerst mal stempeln und dann schauen wir mal, wo die ganzen Tierchen denn hingehen. So, meine Stempel habe ich noch hier. Ja, Instagram ist schon sehr umfangreich. Ja. Und es verändert sich ziemlich oft Sachen, habe ich das Gefühl. Und es kommt auch immer wieder Neues dazu. Also, sehr, sehr spannend. Aber es macht viel Spaß. Ich finde vor allem auch die Reels. Da muss ich echt Obacht geben, dass ich nicht zu lange am Reel schauen bin, weil das kann ich echt eine Stunde lang. Und das ist, finde ich, dann auch einfach schade um meine Zeit. Aber das kann ich echt eine Stunde lang. Kein Problem. Schau, da ist er wieder. Winter. Wenn es draußen kalt ist, aber Gedanken an dich mich warm halten. Ist das nicht lieb? Jetzt schauen wir da mal. Der kommt ja in der Mitte drauf, aber bevor wir jetzt kleben, schaue ich jetzt mal, welche Tiere wo lieb ausschauen. Also den Schneemann habe ich da. Ich glaube, ich mache tatsächlich diesmal innen drinnen auch noch ein paar Tierchen, Tierleinchen, weil dann geht das Verspielte auch einfach weiter, wenn man aufmacht. Es macht doch Spaß. Damit das Gebummel da vorne auf der Karte nicht zu wild wird. So. Und natürlich könnt ihr auch gern ein Tierchen aufbewahren vor dem Kuvert. Wir können natürlich auf dem Kuvert auch noch mal ein kleines Tier kleben. Schau mal, den Fuchs zum Beispiel. Den Fuchs. Die kleben wir einfach hier in der Ecke. Hallo Fuchs. Auch mal wieder was anders. Schauen wir mal. Extra ein Washi-Tape genommen für die Kuverts, um sie zuzumachen, die nicht allzu fest kleben, damit wir den Kuvert nicht kaputt machen. Wenn man sie aufmacht, schau, jetzt kann ich hier auch noch mal einen kleinen Pinguin her tun. Die Tiere, die sind so süß. So wie die Shelly, die Mama von dem jetzigen CEO von Stampin' Up. Shelly ist auch die Gründerin von Stampin' Up. Die hat den Spruch beim letzten Onstage gesagt: Never a naked envelope. Niemals einen nackten Kuvert. Und ich fand den Spruch so lustig. Und ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich jetzt Karten gemacht habe, habe ich daran denken müssen. Never a naked envelope. Schau mal, da tun wir noch einen Pinguin hin und dann können die Rest vom Fuchslein. Warte mal, wie viel haben wir denn noch? Oder tun wir da noch einen Fuchs hin? Habe ich dann noch genug vor vorne? Gefällt es mir dann noch vorne?
Oh, ich bin so gespannt nach eurer Karte. Bitte, wenn ihr sie fertig habt oder auch in Instagram oder wo auch immer postet, lasst es mir wissen, weil ich finde es so cool, eure Kreationen zu sehen. So, man kann sie auch verkehrt rum natürlich rausgucken lassen. Einfach mal verkehrt rum. Hallo, meine Finger picken ein bisschen. Wir fangen. Ja, ich glaube, es ist die meist verspielte Karte, die dabei ist. Der Rest ist schon kunterbunt, aber ein wenig schlichter. Wir haben jetzt wirklich da den Start. Körig. Körig, sagt man da vom Hollberg. Und auch in Holländisch. Ist auch wieder ein holländisches Wort. Ja, das gefällt mir so. Ich glaube, ich klebe sie so hin, dass wir da unser Tierli haben. Das heißt, beim Fuchslein nur unten ein bisschen Kleb. Und beim Schneemann ungefähr bis zum Schal ein bisschen Kleb. Und beim Fuchsi. Fuchse, der soll Fuchse doch umdrehen. Ich glaube, ich drehe sie doch um. Sonst ist sie die Einzige, die falsch rum ist. Da war sie ja nicht die Einzige, die falsch rum war, aber jetzt so als Einziger da im Kopf rumhängen ist auch ein bisschen arm. Dann haben wir sie doch falsch rum, aber dann müssen wir warten. Oder ich klebe sie hier hin. Das geht natürlich auch. Dann haben wir da unten noch einen Fuchs. Ja, das geht auch, das mache ich. Wieso nicht? Why not? Bisschen Tombo. Und aufs Grüne da. Du kleine Fuchs. Mit der pinken Schal. Ich habe auch heute wirklich pink angezogen und blau, seht ihr jetzt nicht, aber auch blau habe ich an, extra um zu meinen Karten zu passen. Ja, komm. Man schaut auf Farben oder man schaut es nicht. Das müssen wir auch durchziehen. So, ich nehme jetzt da für mein Etikett hier vorne noch ein paar Dimensionals. Solche Abstandshalter, ne? Damit auch das Etikett noch ein bisschen so rauspuppt. Nein! Ich habe heute viele Sachen schon fallen lassen. So. Und der kleine Fuchs kommt dann hier drauf. Und der hat dann tatsächlich sehr wenig Fläche, um sich zu heben. Also der kriegt da auf dem Bauch wieder schön ein Dimensional, damit er nicht runterfällt. So, schwupp. Und das Vögeli. Jetzt nehme ich einfach ein bisschen Tombo und mache hier mal einen kleinen Punkt. The Birdie. Das Vögelein kommt dahin und schon ist die erste Karte fertig. Wie kommt ihr zu Gang? Kommt ihr ein bisschen mit? Bin ich zu schnell? Bin ich zu langsam? Wie schaut es da aus bei euch? Jetzt muss ich da mal schauen. Habe ich da nicht eine übrig gehabt? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein weißes Etikett. Die erste Karte ist schon fertig. Also eine ganz, 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 ganz wild und eine ein bisschen schlichter. Di-di-di-di-di. 40 Minuten. Karte 1 fertig. Jawohl.
Dann mache ich weiter mit unserem lila Kuvert, dem großen lila Kuvert. Kommt jetzt heute Karte Nummer 2 dran. Und diese Karte ist inspiriert durch Susanne Hackstein und nennt sich ein Spring Card. Nicht Spring, also im Frühling, sondern Spring, weil er springt. Sehr gut. Bin ein bisschen abgelenkt von den süßen Tierchen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wo sollen wir die alle hin tun, oder? Wo kommen denn die ganzen Tierchen hin? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Tu sie hin. Da, wo sie dir gefallen. Oder bewahr sie auf für die anderen Karten. Vielleicht hast du dann noch ein Tierchen, was irgendwo hin will. Kannst du schauen. Hier habe ich ja auch bei den Eisbären, habe ich ja im Achsel noch ein bisschen reingeschnitten, damit man das Arm, damit man seinen Arm da ein bisschen so drüber tun können. Finde ich auch noch wert, um zu erwähnen. Also ja, unser lila Kuvert wird ein Spring Card und sie schaut lustig aus. Ich habe auch ein bisschen studieren müssen, wie die Susanne Hackstein das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie Hackstein heißt oder ob sie aus dem Englischen Hackstein. Ich weiß es nicht, wie sie sich nennt. Das habe ich mir nicht notiert, ob sie da aus Deutschland kommt oder Österreich oder Amerika, Australien, Neuseeland, Kanada, England, keine Ahnung. Also ich habe eure Karte ja schon vorgeprägt. Da seht ihr vielleicht auch diesen kleinen Bleistift. Dingle. Und innen drinnen haben wir da unser Wiedertierchen. Achtung, Sarah, es sind Wiedertierchen drin. Und Tannenbäumen. Und das sind nicht irgendwelchen Tannenbäumen. Ja, siehst du, das wollte ich noch holen. Die wollte ich nicht holen, weil es sind nicht irgendwelchen Tannenbäumen. Das fand ich nämlich im Sommer schon so lustig zu sehen. Ich habe da diesen Stanzformen gekauft, die heißen Löwenzahn. Und da sind diese zwei Löwenzahnblätter drinnen gewesen. Und ich habe tatsächlich als erstes einen Tannenbaum gesehen. Ich habe gedacht, mei, cool, schau das an. Tannenbaum, voll ein lustiger. Und dann kam das tolle Tierchenpapier und dann habe ich da natürlich was machen müssen. Wenn schon so verspielt, dann machen wir gleich da Löwenzahn-Tannenbäume draus. Also. Ich möchte euch zeigen, wie man denn diese Karte macht, weil ich weiß, dass viele von euch einfach so mitbasteln, ohne dass sie mein Paket bekommen haben. Und ich möchte auch, dass ihr, die das Paket bestellt habt, in Zukunft auch nochmal diese Karte nachmachen können. Also mache ich da einfach mal mit einem ganzen normalen weißen Blatt, mache ich das mal vor. Und wie die Karte dann ausschaut, das ist noch ein Geheimnis. Das machen wir erst nachher. Und dann kann auch die Sarah noch weiter putzeln, wie sie ihre Tierchen dahin tun will. Das ist der Snyder von Stampin' Up. Und der hat Zentimeter und Zoll. Muss ich mal denken. Wie heißt Inch nochmal in Deutsch? Zoll. Also, diese Karte, sie muss wohl aus dem Englischen kommen, weil das ist alles, ich habe das mit Zoll, habe ich das abgeschrieben. Diese Karte ist nämlich 6 Zoll mal 11,11 Sechzehntel. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, wie bitte? Keine Sorgen, das sind 29,7 cm und das ist der ganze A4. Also da müsst ihr nicht nachstudieren.
Da braucht man nicht umrechnen. Das ist einfach der ganze A4, da müsst ihr nichts mehr machen. Aber diesen 6 Zoll sind 15,2 cm. Und wenn man den Arm von den jetzigen, nicht den alten, aber den jetzigen Schneidebrett von Stampin' Up! Zu hat, wenn man das Papier ganz bis zum Rand schiebt, ist man genau bei 6 cm. Und das weiß ich, weil ich das auch so verwende für meine Fotos ins Fotoalbum. Die kommen auch alle bei 6 cm. Also, 6 cm, oder 6 Zoll, 6 Zoll, 15,2 cm sind es. 6 Zoll, genau. Sorry, wollte euch nicht verwirren. Und das Ganze tun wir dann falzen, wieder bei 6 Zoll. Also 15,2 cm und noch einmal bei 9 Zoll und das sind 22,85 cm. 9 Zoll. Also das sind ja Zentimeter haben wir hier oben und den Zoll sind die größeren Abstände hier unten und da ist der 9. Dann legen wir das diesmal auf diese Seite vom Schneidebrett an und falzen, nicht schneiden, falzen. 9. Und dann nehmen wir einen Bleistift und markieren das Ganze bei 3 cm. Also wir haben jetzt bei 6 und bei 9 gefalzt. Und bei 3 cm machen wir da oben und unten eine kleine, klitzekleine Markierung, dass du nachher weißt, ah ja, okay, da war's. Und das machen wir auf der kurzen Seite hier oben auch wieder bei 3 cm. Also bei 3 Zoll, oh, jetzt bin ich mir selber am Verwirren, es tut mir leid. 3 Zoll und das sind 7,6 cm. Und da machen wir auch wieder eine ganz kleine Markierung. Einfach damit wir später noch wissen, ah ja, wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Was wir denn machen, ist bei unserer kleinen Markierung hier und unsere erste Falzlinie, also das ist die Falzlinie, die wir da, warte mal, ich ziehe das mal nach, das geht so nicht. Video, weiß auf weiß. Schau, hier habe ich gefalzt und hier habe ich gefalzt und ich habe hier eine Markierung und hier eine und hier eine. Erzählt man es besser. Also die eine Markierung, die erste Markierung hier unten und die Falzlinie oben legen wir jetzt dahin beim Schneidebrett und falzen. Einmal schräg durch. Und das machen wir auf die andere Seite auch. Also da haben wir unsere Markierung und da die erste Falzlinie. Das falzen wir. Dann haben wir ja da ein Falz und da ein Falz. Schaut schon ziemlich spannend aus. Keine Sorgen, passiert sonst nichts. Was wir da denn noch machen, was auch ihr zu Hause noch machen könnt, die das Paket bekommen haben, ist, wahrscheinlich schaut euer Blatt so aus, was ist mit der Lampe? So ist vielleicht besser. So schaut eure Karte zu Hause aus, der ist auch noch ganz, da habe ich noch nichts weggeschnitten. Ihr dürft jetzt noch ein bisschen was schneiden. Entweder nimmt man da das Lineal und zieht mir dann einfach die Linie jetzt zuerst nach und macht mir das mit der Feder. Oder man nimmt das Schneidebrett, wenn man ein Schneidebrett zu Hause hat, und schneidet jetzt mit mir mit. Weil ich möchte jetzt von der mittleren Markierung
Ermittlere da. Bis da unter. Schneiden. Zack. Ist weg. Weg damit. Und das machen wir auf die andere Seite auch. Schneiden wir. Zack. Ist weg. Dann hat man sozusagen da das kleine Haus gebaut. Kleines Haus bauen wir auch nur. So. Muss ich mal meinen Stuhl wechseln. So. Eben. Das haben wir jetzt weg und das mache ich jetzt bei meinem Fräsien-Lila-Blatt auch noch, was wir hier heute in der Kuvert haben. Zack. Die weg. Dann lege ich wieder die untere Markierung oder die mittlere Markierung an und die obere. Zack, weg. Und dann haben wir da unser Haus. Es ist das kleine Haus von Yves. Nicht auf der Prärie, nein, im Ländle. Genau. Und dann wird es noch spannend, weil die eine gerade, falls die drinnen ist, das ist gut. Der bleibt auch gerade. Jetzt brauchen wir den Falzbein. Habe ich da noch eins? Jawohl. Eine ist gut und die andere falzen in die gleiche Richtung. Die gehen also beide in die gleiche Richtung. So. Jetzt drehen wir denn das Blatt um, weil die Diagonale möchten wir in die andere Richtung falzen. Die kommen in die andere Richtung. Es ist nicht wirklich wichtig. Man kann sie auch gleich mal in beide Richtungen falzen, damit sie besser bewegt. Aber so habe ich gefunden, geht es am schnellsten. Und dann siehst du, sie will eigentlich jetzt schon. Sie will schon zusammengeklappt werden. Weil was wir denn machen ist, tada! Und dann haben wir eine Karte, die so aussieht. Die wackelt, der springt. Ich finde sie total verspielt. Ich habe gedacht, er ist perfekt für diesen Workshop. Sie ist echt spannend. Sie wackelt da umeinander und passt einfach flach in unser großes Kuvert. Habe ich sie denn? Da. Sie passt dann flach in unser Kuvert. Wenn man quadratische Kuvert hat, passt sie super rein, kann man sie einfach so verschicken. Aber es ist einfach ein bisschen eine Überraschung, wenn man das doch in der Post kriegt. Also ich finde sie cool. Das war die erste Karte. Ja genau, das war die erste Karte, die ich gemacht habe für diesen Kartenbuffet. Und jetzt hole ich dann meine ganzen Tierchen und Designerpapier mal wieder am Tisch. Also wer noch ein Screenshot machen will, bitte machen Sie das. So schaut sie denn aus, wenn sie fertig gefalzt ist. Genau. Und diese Karte machen wir heute. Ah. Meine eigene Karte macht mich einfach wahnsinnig froh. Ich weiß nicht, was das ist. Aber man soll halt machen, was man selber schön findet, oder? Ich finde sie lustig, sie ist relativ leicht. Es macht halt wieder etwas anderes. Es ist mal wieder etwas anderes als eine Karte, die man einfach aufklappt und das war's. Nein, es ist eine voll coole Karte. Und man kann dann natürlich auf die hintere Seite kann man schreiben oder auch hier. Man kann natürlich dieses Stück, was ich jetzt anklebt, zwar ein bisschen schräg, aber ja, kann man natürlich auch leer lassen und dann kannst du hier unten deine Größe schreiben, aber man kann es auch umdrehen und dann hier deine Größe schreiben. Ich habe gleich meinen Stempel drauf getan. Das geht automatisch, damit ich das ja nicht vergiss. Und dann können wir auch schon kleben. Also sie ist echt super easy eigentlich, easy peasy, aber man muss sie mal gesehen haben, wie man sie macht. Und das habe ich eben bei
bei die Susanne Hagstein gesehen, via Pinterest war das, glaube ich, habe ich diesen Form gefunden und gedacht, hey, cool, machen wir doch. Habe ich gedacht, das will ich wissen, wie das geht. Das kleben wir dann da drauf und wenn wir dann noch am Dekorieren sind, kann man sie natürlich noch flach haben. Man muss halt wissen, das ist unten. Das ist unten. Jetzt haben wir dann da unser Papier. Und bevor wir das jetzt hinkleben, möchte ich euch bitten, das blaue Papier auf den weißen zu kleben. Oder auch die andere Seite natürlich. Je nachdem, was ihr schöner findet. Geht beides. Ist auch alles altes Papier. Es tut mir leid, gibt es nicht. Dies ist keine Verkaufsveranstaltung. Dies ist eine Inspirationsveranstaltung. Man kann auch einfach verwenden, was man da hat. Wenn du irgendein blauen Papier hast oder irgendwas mit Schneeflocken oder irgendwas, was halt so ein bisschen verträumt oder Aquarelltechnik oder so geschmiert ist. Das kann man ja auch als Schneehintergrund verwenden, oder? Ich finde das voll lieb. Aber bevor wir das jetzt hinkleben, nehme ich hier noch diesen komischen Form hier, was macht man denn damit? Die kann man entweder ganz aufkleben oder man rutscht sie noch ein bisschen nach unten. Ich möchte eigentlich diesen lila Fleckle noch behalten. Die finde ich ganz lieb, passt auch wieder so toll zum Kuvert und zur Karte. Und dann klebt man das Ganze hier auf. Ich mache das einfach mal so. Und klebt das einfach hier auf, dass man da ein bisschen so den Hügel da drinnen haben. Und dann drehe ich es um und schneide den Rest einfach weg. Also ihr habt auch Stücken bekommen in euren Kuverts, die nicht unbedingt perfekt sind für diesen Eck. Aber Hauptsache, was am allerwichtigsten ist, dass ihr da ein bisschen ein so Schwung drinnen haben. Dann kann man sie so aufkleben und noch wegschneiden, das was noch raussteht. Genau. Und jetzt kann man es natürlich von mir aus aufkleben. Jetzt kann man es aufkleben. Dabei ist das Papier so schön. Ja, Verena, das finde ich auch. Das Papier ist so schön, darum habe ich es mit euch teilen wollen. Es ist einfach so schön und es passt so perfekt zu den Farben vom Eisbären und Pinguin Papier, dass ich gedacht habe, ach komm, nimm das noch dazu. Ich habe ja auch die andere Karte gemacht. Ich habe leider keins mehr da. Sie sind alle bei gestanden. Nein, doch, ich habe noch eine da. Warte mal. Eine habe ich noch da, meine Liebling. Meine allerschönste Liebling habe ich noch da. Das ist ja auch das gleiche Papier wie dahinter aus dem gleichen Set. Und da habe ich ja diese Karte schon damit gemacht. Die fand ich auch so toll. Das ist da embossed. Und da sind eben wieder diese Löwenzahnbäumen dabei. Und auch noch andere Bäume aus anderen Sets. Ich fand das so verspielt und das Lilane und das Blaue, das ist, ach, ich weiß nicht, es macht einfach so verträumt, so verspielt, so irgendwie magisch. Mir gefällt. So, gleich zurückhängen mein Prachtstück da. Ah, komm. Also weiter geht's. Picken wir da mal unsere Löwenzahnbäume auf. Die ist wirklich cool, schreibt Nina. Dankeschön, Nina. Und Johanna schreibt, das ist genial, super Technik. Gell? Es ist mal wieder was anderes. Wie gesagt, das ist auch wieder ein Kater, das kann man das ganze Jahr verwenden. Je nach Papier, je nach Anlass. Jetzt habt ihr da drei Bäume. Zwei sind die gleiche, in die gleiche Größe, eins ist ein bisschen anders.
Jetzt tun wir das dann so hinkleben, dass zwei von der verschiedenen Größe auf die eine Seite sind und die andere in die andere Größe auf die andere Seite. Und das kleben wir einfach hin. Wie gesagt, ihr müsst es nicht genau nachmachen, wie ich das mache. Ich erkläre nur, was ich da am machen bin. Das ist genauso wie bei Blumen. Ungerade Zahlen sind irgendwie schöner als gerade Zahlen. Wenn man da die Symmetrie macht, dann muss man das auch perfekt durchziehen. So ist der Mensch. Dann muss das auch wirklich symmetrisch sein. Aber wenn es schon ungerade ist, dann kann man da spielen. So toll, sagt Sarah. Danke, Sarah, aber es gefällt mir so, dass es euch so gut gefällt. Ja, ich habe mir da echt ausgetobt bei dieser Karte. Da habe ich echt meinen kreativen, ja, Hirngespinsel mal laufen lassen. So. Ich habe da auch noch ein kleines Etikett dazu getan. Da könnt ihr denn ein Sprüchle suchen, was drauf passt. Oder natürlich einfach was schreiben, wenn ihr keinen Stempel zu Hause habt. Ich habe hier auch noch solche glänzenden Schneeflöckle dazu getan. Es tut mir leid, hier gibt es auch nicht mehr zum Kaufen. Es ist heute einfach ein Verwenden von was ich noch da gehabt habe. Und auch hier habe ich den Eisbären wieder das Etikett ein bisschen halten lassen. Irgendwie ist mir das immer wieder im Sinn gekommen, dass das lieb wäre. Und auch das kleine Kaninchen ist da dabei und macht mit. Und macht mit. Wie habe ich keinen Vogel? Also einen Vogel habe ich sowieso, mehrere sogar. Ganz wichtig, den muss man täglich füttern. Sonst überleben die nicht. Wo ist mein Vogel? Der Vogel ist weg. Habt ihr einen Vogel dabei? Oder habe ich den Vogel einfach vergessen? Weil ich habe natürlich genauso einfach ein Kuvert wie ihr. Wo ist mein Vogel? Der Vogel ist weg. Der Vogel ist weg. Da wird mein Therapeut sich freuen. Der Vogel ist endlich weg. So. Also Eisbären klebe ich schon mal auf. Ich warte einfach auf euren Antworten, ob ihr einen Vogel habt. Also den Eisbären, den klebe ich da so ziemlich mittig einfach da auf, damit auch das Etikett hier noch Platz hat und auch das Kaninchen hier. Janine hat den Vogel. Das freut mich für die Janine. Sana hat auch einen Vogel. Das ist ja cool. Bin ich jetzt wirklich die Einzige ohne Vogel? Ja, naja, lieber ich als ihr, oder? Jetzt muss ich mal schauen, habe ich hier noch einen Vogel? Hallo? Vogel? Ich habe keinen Vogel mehr. Egal, dann machen wir es halt ohne Vogel. Ist zwar langweilig, aber muss auch irgendwie gehen. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Das tut gut. Einen eigenen und den kleinen Süßen von dir, schreibt Janine. Oi, oi, oi. Ihr Lieben, das ist ja super. Also mein Vogel liegt wohl irgendwo am Boden. Jetzt weiß ich denn, was los war mit mir die letzten paar Wochen. Ich habe meinen Vogel verloren. Ah, okay. Jetzt nehme ich mal diesen frostige Grüßen aus das frostige Grüße-Stempel-Set. Dabei halte ich meine Augen offen, ob ich hier am Büro irgendwo meinen Vogel sehe. Das kann schon noch sein, dass sie noch auftaucht. Ich hoffe schon. Und ich nehme das Babyblau-Stempeltinte.
stemple das mittig auf das Etikett. Frostige Grüße. Vogel, wo bist du? So. Jetzt klebe ich auch wieder mit Tombow wieder hin. Oh, jetzt habe ich den Arm vergessen. Lupf dein Arm. Hier ist dein Schild. So. Danke. Jetzt haben wir sogar noch unsere Bauchmuskeln trainiert, sagt Janine. Ja, wir machen gleich Bauchtraining auch mit. Die Weihnachtskeksen werden gleich abtrainiert. Heieiei. Mein Vogel. Jetzt weiß ich, was mit mir los ist. Der Vogel fehlt. Das Kaninchen durch war jetzt hier ganz schön vorne. Und wer einen Vogel hat, kann die natürlich auch noch aufkleben. Ich ohne Vogel mach weiter an den kleinen Sternen. Bei den kleinen Schneeflöckchen muss man Obacht geben, dass man wirklich unter der Kleberpunkt das Sternchen wegnimmt, sonst hat er keinen Klebepunkt mehr. Und die tue ich da einfach da verteilen. Es schneit ja. Jetzt tue ich statt Vogel tue ich dann Schneeflocke hin. Geht auch. Oh. Ich habe doch letzte Woche einen Vogel am Boden gefunden. Wo habe ich die hingetan? Das war mein Vogel. Ich muss leider weg, schreibt Manuela. Das Baby braucht die Mama. Oh je, ja. Bis zum nächsten Mal. War wieder schön. Danke, ihr, schreibt Manuela. Danke, Manuela. Schönen Abend. Gute Nacht. Bastel in Jogginghose zählt bestimmt auch zu Sport. Nicht umsonst heißt es Bastelmarathon, schreibt Janine. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hallo. Das wird hier, das könnten wir doch mal machen, Bastelmarathon. Den ganzen Tag basteln, obwohl, da bräuchte ich dann Hilfe. Da bräuchte ich dann wirklich Hilfe. Da müsste dann jemand mit mir mit basteln, sonst hebe ich das nicht aus. So, jetzt falte ich hier mit dem Falzbein noch den Falz noch mal ein bisschen nach. Ich gehe da einfach mal rein und schiebe das noch mal nach. Und dann, damit sie auch wirklich unten bleibt, tue ich hier unten, nicht unbedingt auf der Spitze, weil der steckt ja ein bisschen raus, hier unten einfach ein bisschen Kleb hin, dass der erste Punkt hier gehalten wird. Und dann wäre sie dann auch schon fertig. Komm, dir sofort helfen. Schon, Janine. Einen ganzen Tag. Ach komm, machst du denn auch ein Live-Video mit? Ach komm, das wäre doch cool. Ich frage ständig in mein Team nach, wer will mit mir live mal basteln? Und da trauen sich die meisten nicht. Dann sage ich, mein komm, das macht doch Spaß. Ist doch egal, dass da Leute zuschauen. Also mir ist es mittlerweile egal. Ich kann mich aber noch erinnern, in 2018, wo ich das erste Mal live war, da war ich so nervös. Da habe ich richtig so quietsche Stimme gehabt. Da war ich so aufgeregt und es musste auch alles perfekt sein. Und ich habe da auch wirklich auch gleich beim ersten Video eine voll schwierige Karte gemacht. Ich weiß nicht wieso. Kann sie euch zeigen? Ich habe sie noch da. Ich habe sie noch da. Beim ersten Live-Video habe ich diese Karte gemacht. Und das war natürlich auch nicht nur eine Karte. Das war eine Karte mit Wow. Eine Karte mit Wow-Effekt. Das war mein erstes Live-Video. Das könnt ihr in YouTube finden übrigens. Wenn ihr kreativ wieder eingibt, dann findet ihr da das Live-Video. Das habe ich beim ersten Live-Video gemacht. Was ich mir da antue, ich weiß es nicht. Aber ja. Und alles pipi fein und das Zimmer ganz aufgeräumt. Und ja, keine Fehler und ganz deutlich reden, weil es darf ja keiner hören, dass ich eine Ausländerin bin. Und um Gottes Willen. Ja, da habe ich schon viel daraus gelernt mittlerweile.
bin einfach ich. Wer es gefällt, der darf mitmachen. Wer nicht, der kann abhauen. Oder? So denke ich mittlerweile. Und ich finde es voll toll, dass es doch so viele Leute wie ihr jetzt, die da sind, das schätzen können und mit mir mitbasteln. Das finde ich wahnsinnig toll. Du Verrückte, du. Direkt fürs erste Mal. Ja, ja, Janine. Das Video könnt ihr noch online finden. Ich habe es hier auf Facebook, glaube ich, auch noch. Es ist hier auf Facebook auch noch. Wow, schreibt Angela. Cool. Die finde ich auch sehr schön, schreibt Verena. Dankeschön. Das ist volle, volle Lieb. Ja, da habe ich mir was angetan. Ihr hört jetzt das Quietschen vom Pixel. Aber Verena hat es verpasst. Verena, mein Webcam wird immer aufgehängt mit Pixel. Wir sind hier nämlich sehr professionell. Wir machen das mit Pixel. Damit ihr nicht runterfällt. Während dem Waschen. Das wäre ja nicht gut. So, jetzt zeige ich euch nochmal mein Gesicht. Eine glänzende Nase. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den ersten Kartenbuffet. Nächste Woche Samstag basteln wir ja wieder. Da habe ich noch etwas im Ärmel für euch. Ich freue mich auch schon auf nächste Woche. Kann ich es euch schon verraten? Na, ich verrate noch nichts. Wir basteln einfach nächste Woche weiter. Eben diese Veranstaltung habe ich schon gemacht. Also ihr könnt da gerne drauf klicken. Und da kriegt ihr auch eine Meldung, wenn ich dann wieder da bin. Wenn ihr diesen Replay schaut, dann bitte lasst auch einen Kommentar da. Ich freue mich wahnsinnig immer von euch zu lesen, wer da zuschaut und wann ihr zuschaut und ob ich euch inspirieren hab können. Es freut mich voll, voll cool. Das freut mich, Mai. Hey, wir haben zwei richtig kunterbunte Karten gemacht. Also ich habe ja die Beispiele da auch noch. Also bei mir sind es vier. Aber bei euch, ich habe nicht genug Hände. Ha, da. Richtig, richtig bunter. Wieder zwei ganz verschiedene Karten. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ich hoffe, ihr kriegt sie auch fertig. Weiß ihr vielleicht auch schon, wer sie bekommt. Das wäre ja cool. Und ich freue mich auf nächste Woche. Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, mit euch zu basteln. Und ihr inspiriert mich auch immer wieder, um weiterzumachen. Übrigens kann man sich schon anmelden für das Kartenbuffet to go Januar. Die Termine sind die letzten zwei Samstage im Januar. Ich schaue schnell. Der 22. und der 29. Ich habe nur noch keine Werbung gemacht. Aber ihr seid dann jetzt die Erste, die es hören. Man kann sich anmelden, wenn du auch im Januar ein Päckchen bekommen möchtest. Nina schreibt, es war wirklich wieder ein schöner Abend. Danke an dich. Ja, danke an dich, Nina, dass du dabei warst. Das ist echt voll, voll toll. Die Iris ist auch da. Danke, mal wieder nur zugeschaut. Tolle Karte. Danke, Iris, das freut mich. Und Sarah schreibt, das war richtig toll. Heute bin verliebt in diese Karte. Mei, super. Das freut mich, Sarah, wirklich. Oh, und Janine hat auch noch geschrieben, einen wundervollen Abend. Danke für diesen tollen und kreativen Abend. Immer wieder schön, schreibt Angela. Ich danke dir, Mei. Jetzt kommen die Kommentare da voll rein. Vielen Dank. Bussi an euch alle. Ein ganz schöner dritten Adventssonntagmorgen und bis nächste Woche, 8 Uhr, Samstagabend, wieder da. Ciao!